eindeutig der beste Platz bei 30 Grad plus, brütende Hitze dagegen in den Städten wie hier in Augsburg. Auf den sonnigen Plätzen kein Mensch. Die Schattenplätze alle belegt. Die Stadt versucht jetzt, mehr Orte zum Abkühlen und Ausruhen zu schaffen. Das heißt es nicht nur, dass wir überall nur Bäume schaffen wollen, sondern wir brauchen praktisch geeignete Verschattungslösungen, sei es praktisch im Schatten von Gebäuden, sei es durch Flächenbegrünung, wie beispielsweise hier an dem Kloster, oder sei es auch zum Beispiel durch Brunnen oder Sitzgelegenheiten an Wasserfontänen. Eine coole Idee haben auch die Forchheimer. Sie leiten das Wasser der Wiesent durch die Fußgängerzone. Durch die Verdunstung entsteht angenehme Kühle. Abkühlung von oben gibt's in Straubing. Durch den feinen Wassernebel aus den Säulen wird bis zu 10 Grad kühler. 34 Grad heute in Würzburg. Dank dem Hitzeaktionsplan gibt es seit vergangenem Jahr in der Innenstadt Tränkbrunnen. Was sonst noch gegen die Hitze hilft? Kaltes Wasser über die Handgelenke. Der Wasserspray. Am besten sämtliche Rollos runter und zu Hause bleiben. Viel trinken, langsam bewegen. Am Wochenende soll es voraussichtlich sowieso schon wieder vorbei sein mit der großen Hitze.